Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Kochen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir eine kleine süße Idee, die ihr vielleicht schon kennt. Und wir zeigen euch, wie das ganz schnell funktioniert. Und zwar machen wir Cake Pops, kleine Küchlein am Stiel. Und dafür braucht man gar nicht so viel backen, obwohl es kleine Mini-Kuchen sind, sondern man kann einfach Kuchen nehmen, den man schon gebacken hat oder sogar Fertigkuchen. Ich habe hier einen Marmorkuchen ausgesucht. Den brauchen wir für das Rezept. Dann brauchen wir noch Glasur, denn die Cake Pops bekommen nachher einen schönen Überzug. Hier, das hier ist eine Schmelzglasur. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so kleine Plättchen, die man dann in der Mikrowelle warm macht und schmelzen kann. Das ist wie Kuvertüre. Das wollte ich gerne mal ausprobieren. Dann etwas Konfitüre. Damit werden wir unsere Cake Pops nachher zusammen machen. Ich habe hier Waldfrucht genommen, Sauerkirsch, Heidelbeer. Ihr könnt aber auch Erdbeer nehmen, Himbeer, je nachdem, was für einen Geschmack ihr gerne mögt. Und natürlich ganz viele bunte Sachen zum Verzieren, denn so machen uns Cake Pops Spaß, wenn sie möglichst bunt sind. Was ich noch hier habe, hier habe ich auch noch etwas Schokokuvertüre, die hatte ich noch offen. Deswegen nehme ich die auch noch mal gucken, ob wir damit auch was verzieren. So, das wird jetzt richtig spaßig. Wir bröseln jetzt den Kuchen zuerst in die Schüssel. Haha, ist das witzig. Ich habe noch nie einen Kuchen zerstört. Ah, das ist klebrig. Aber irgendwie lustig. Macht Spaß. Jetzt, wo es klebrig wird, gibt es Handschuhe. So, wir haben den Kuchen zerbröselt. Damit wir das Ganze zu kleinen Bällchen formen können, müssen wir ein bisschen was da reingeben, was das Ganze zusammenhält. Was wäre da besser als Konfitüre? Wir müssen mal schauen, wie viel wir brauchen. Ich teste das jetzt erstmal mit ungefähr 3 Teelöffeln. Vielleicht brauchen wir mehr. Es darf auch nicht zu feucht werden. Das ist echt witzig. 3 Esslöffel Konfitüre ist die ideale Konsistenz. Ihr seht, ich kann wunderbar kleine Kugeln formen. So, ich habe die Kügelchen gerollt und hatte sie jetzt 15 Minuten im Eisfach oder 60 Minuten im Kühlschrank, damit sie besser zusammenhalten. Jetzt kann es weitergehen. So sieht unsere Cake Pop Hülle aus, wenn sie noch ganz ist. Und jetzt schmelzen wir das Ganze mal in der Mikrowelle. Derweil forme ich die Cake Pops noch ein bisschen nach. Die haben ja jetzt gelegen, weil sie manchmal so ein bisschen flach werden unten. Nehme ich nochmal in die Hand. Es klebt auch gar nicht mehr so. Und forme ich noch etwas nach. So, gerade noch Plättchen, jetzt schon eine Masse. Fertig ist es und los geht's. Jetzt müssen wir schnell sein, bevor das wieder trocknet. Und zwar, ich habe hier 2 Gläser mit Zucker vorbereitet. Hier werden unsere Cake Pops gleich drin stehen. Als erstes wollen wir sie an den Stiel bringen. Dafür tauche ich den Stiel in Kuvertüre. War jetzt sehr großzügig. Eigentlich war es zu großzügig. Nicht so viel rein. So, ein bisschen Kuvertüre tauchen. Dann kommt der Stiel in den Cake Pop. Und das Ganze lassen wir jetzt kurz etwas, sagen wir mal, antrocknen. Das machen wir jetzt bei den anderen auch. Kuvertüre in den Cake Pop, am besten ohne zu schmieren. Hat sich aber gelohnt, ist lecker. Dann lassen wir das kurz etwas trocknen. So, die Cake Pops haben wir jetzt vorbereitet. Und jetzt kommt die helle Hülle drum. Das erste Mal, ich bin ganz gespannt. Jetzt ist er noch braun. Mal gucken, ob er gleich weiß ist. So, wir rollen ihn einmal ein. Tauchen ihn einmal ein und ich hoffe, wir verlieren ihn nicht. Nein, da ist er! So, huch. Er dreht sich noch. Vielleicht hätten wir ein bisschen warten sollen. Mein erster Cake Pop, Leute. Mein erster Cake Pop hat zu viel Kuvertüre. Oh nein, ihr seht, worauf ihr aufpassen müsst. So. So, jetzt tauchen wir die Cake Pops in die Kuvertüre, drehen es ein bisschen, damit es abtropft.
ein bisschen antrocknen. Bunte Deko. Das macht Spaß. Wow. Ihr könnt natürlich Dekoartikel nehmen, die ihr mögt, was ihr mögt. Wir haben auch ein paar Zuckerherzchen. Das werden die Mädchen-Cake-Pops mit den Herzchen. So, und dann kommt es auch gar nicht so genau darauf an, ob die Glasur ganz eben ist. Das hängt so ein bisschen auch von der Glasur ab, die man erwischt. So, die Cake-Pops sind fertig verziert. Abonniert einfach Kochen, falls ihr es noch nicht getan habt. Gebt uns Thumbs up. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr noch eine leckere Idee für zwischendurch sucht, schaut doch in unser Schokolöffel-Rezept. Ich verlinke das für euch in der Infobox. Bis zum nächsten Mal.